Hallo, liebe Maria, ich grüße dich. Hi Jenny. Hi, wie geht es dir im Harz? Wunderbar. Ich sitze gerade drinnen, obwohl ich draußen sein sollte bei dem schönen Wetter. Und bei mir schwingt gerade der Hallo-Traum-Kongress nach. Wow, okay, cool. Das ist super, dass der noch so nachschwingt. Das ist nämlich genau unser Thema heute. Der Hallo-Traum-Kongress, und zwar hat der stattgefunden am 18. Mai und du hast die Barati dort begleitet. Barati war neben anderen Referenten auch dort und hat einen Vortrag gehalten über das Dunkelretreat, soweit ich weiß. Und ja, darüber wollten wir heute mal ein bisschen berichten, beziehungsweise du, weil du auch mit warst und den ganzen Tag mit begleitet hast und auch andere Referenten kennengelernt hast. Und ja, wir sind total gespannt. Ich weiß auch noch nicht so viel. Barati hat so ein bisschen was verlauten lassen, du auch, aber jetzt gehen wir mal so richtig in die Tiefe. Ja, erzähl doch einfach mal, wo war der Kongress? Was war das für ein Thema des Kongresses? Und ja, was war da eigentlich so los? Wer war alles da und wie ging es Barati und dir da? So viele Fragen. Wow. Ja, fang erst mal an, wo war der Kongress und was war das Thema? Okay, also der Kongress war im wundervollen Österreich am Wörthersee im Krumpendorf. Und von der Landschaft her natürlich mega, ne? Das ist so Adria-Feeling gewesen. Also echt schön. Natur, Berge, schöne Menschen und schöne Natur. Und das Thema des Hallo-Traum-Kongress war Realität trifft Wirklichkeit. Mhm. Und genau, ich habe mir jetzt mal kurz aufgeschrieben, wer alles da war. Ich bin nämlich mit Namen nicht ganz so konform. Ich merke mir immer Gesichter gut, aber ich reg mir noch ein, die Namen nicht so. Deswegen, der Thomas Schmelzer hat das Ganze moderiert. Dann Den kennt war man Mystica TV, ne? Mystica TV, ein sehr sympathischer Mensch. Professor Dr. Nau, beziehungsweise Professor Dr. Med. Enrico Edinger war da, sehr wissenschaftlich. Der Jonathan Dielers, den kennt man vom Matrix-Blogger und von diversen anderen Sachen. Der Marco Hübner war da. Dann der Prinz Alfred von Liechtenstein und Hannes Hegwein und die Barati Corinna Glanert. Und ich. Wow. Ja, eine tolle Runde, würde ich sagen. Also wirklich interessante Menschen, die dabei waren. Und ja, wir sind auch total überrascht gewesen, als die Einladung kam. Das ist schon ein bisschen länger her und dass der Kongress stattfindet zu diesem tollen Thema. Ich glaube, es war ja auch so ein bisschen mit Klartraum und so weiter. Es hieß ja auch Hallo Traumkongress. Und da hat sich die Barati ja auch mit eingebracht dann. Aber bei Barati ging es, glaube ich, in ihrem Vortrag, den sie gehalten hat, nicht unbedingt ums, also auch, ich weiß es ja nicht, ich habe den Vortrag nicht gehört, aber du kannst uns ja viel mehr darüber sagen, ob es auch über Klarträume ging oder viel mehr um, ja, über das Dunkelretreat, was sie ja anbietet in Sassbachwalden oder um was ging es eigentlich? Um was ging es eigentlich? Um viel. Ich glaube, man kann das gar nicht so eng fassen, weil dieses ganze Thema luzides Träumen, Klartraum, Astralreisen oder außerkörperliche Erfahrungen, das hängt auch alles mit der Zirbeldrüse zusammen, mit Energiesystem, mit unserer Umwelt, eigentlich mit so vielen Punkten, dass man es gar nicht runterbrechen kann. Und demnach waren auch die Vorträge total vielseitig, weil das, der Hauptpunkt war natürlich luzides Träumen und Astralerfahrungen. Also wie können wir das initiieren, wie können wir uns darauf vorbereiten, uns darauf einstimmen. Aber auch gleichzeitig ging es zum Teil um Energieobjekte. Also wie können wir uns effektiv darauf ausrichten, unsere Zirbeldrüse zu aktivieren. Mit Frequenzen, Orgoniten, auch mit Bewusstseinsforschung. Und es war wie so ein großer Erfahrungsaustausch in der Hinsicht. Und ich finde es immer spannend, weil es ist so ein Themenpunkt, ein Komplexpunkt und jeder geht aus einer anderen Richtung dran. Also der eine über Bewusstseinsforschung mit Substanzen, der andere über Frequenzen, wir vom Dunkelretreat, andere über Befragungen von Menschen und darauf auch eine Erkenntniserwinnung. Und ja, es hat einfach den Gästen die Möglichkeit eröffnet zu schauen, was wäre eine Möglichkeit für mich, um das zu versuchen, zu probieren und Inspiration zu wecken, um das Wahrnehmungsspektrum zu weiten und nicht nur, sage ich mal, im Alltagsfokus zu leben, ne? Weil
ich sag mal, es ist immer spannend. Jeder möchte irgendwie spirituelle Erfahrungen haben oder außerkörperlich sein, hell sehen, irgendwas total Tolles können. Aber die wenigsten möchten üben. Ja, das ist ein großer Punkt. Das lese ich auch oft in unseren Anfragen oder Kommentaren oder sonst was. Ja, ich habe schon so viel versucht, aber ich gebe so langsam auf. Ich habe keine Lust mehr zu üben. Also ich habe auch schon so oft gehört, jetzt mal ein bisschen nebenbei vom Kongress noch dazu, zu diesem Thema. Ja, es erfordert einfach bei manchen sogar jahrelange Übungen. Oder Bharati sagt auch oft, die Seele muss auch bereit sein, um all diese Erfahrungen zu machen, um all diese Fähigkeiten zu haben und diese auch auszuleben und vor allen Dingen was Sinnvolles damit zu machen. Das bringt uns ja nichts, nur irgendeine Fähigkeit zu haben. Und toll, dann haben wir die und nutzen die für uns alleine. Aber es geht ja auch um das große Ganze, um die Gemeinschaft und was geben wir durch eine bestimmte Fähigkeit, die wir jetzt vielleicht haben, an unsere Nächsten weiter. Ne? Und das ist auch immer, glaube ich, so ein ganz großes Thema. Ja, auf jeden Fall schön, dass du mit warst auch und Bharati begleitet hast. In Österreich hat der Kongress stattgefunden und Bharati ist auf jeden Fall total begeistert wiedergekommen und hat, ihr habt tolle Kontakte geknüpft, wunderbar, das freut uns auch total, alle im Team und ich denke auch voll viele da draußen freuen sich jetzt für Spirit Balance, kann ich mir vorstellen. Ich habe schon gehört, ich denke, das können wir auch ruhig sagen, dass Bharati auch zu Thomas Schmelzer, zu Mystica TV eingeladen wurde. Wann diese Sendung jetzt stattfindet, wann Bharati dort ist, das ist, glaube ich, noch nicht klar, aber es wird sicherlich in der Zukunft sein. Und ja, ich denke, es wird sich auch noch vieles dadurch ergeben, um das, was Bharati wirklich auch als Vision hat, mit weiter in die Welt zu tragen. Das ist auf jeden Fall super. Und es ist halt schön zu sehen, wie viele Menschen diese Vision teilen. Also das ist auch so eine Kollektivvision, ist, sage ich mal, das Bewusstsein der Menschen anzuheben durch Inspiration und durch Erfahrungsaustausch. Und ich habe das gesehen auf diesem Kongress, es ist einfach schön, wenn sich so ein Feld auftut, wo man, sage ich mal, nicht über alltägliche Sachen redet, sondern über das, was das Ganze kittet und interessant macht im Leben. Eben auch, ne? über Erfahrungen, wo man halt nicht sagt, ich bin so und so, sondern wo man einfach ja, sich den Raum eröffnet. Das schneiden wir aus. Was? Ich habe nichts mitgekriegt. Alles gut. Ich habe gerade so einen Hänger gehabt, bei mir ging gerade so die, wo ich gesagt habe, wo sich die Erfahrung öffnen, ging gerade der ganze Kongress nochmal in mir auf und ich war so, boah. Hat man gar nicht gemerkt, das lassen wir drin. Kurze Zeitreise. Ja, Maria war kurz off, Maria war kurz im Kongress-Space. Ja, diese Begegnung erfreut mich halt, weißt du, weil ich sehe die strahlenden Gesichter, wenn Menschen sich ganz authentisch von Mensch zu Mensch, von Erfahrung zu Erfahrung, von Seele zu Seele, wie auch immer, was man da sagen möchte, austauschen. Und wenn man sich sieht und auch gesehen fühlt, weil das ist ja das, was wir uns wünschen, weißt du, und es waren so nahe Begegnungen zu den Speakern da, aber auch zu den Teilnehmern. Wir hatten zum Beispiel jemanden gehabt, wir haben ja ein Dunkel-Retreat-Zelt aufgebaut und die Pandora da vorgestellt und da saß dann jemand in der Probesession 4 Minuten drin. Und dann hat er die ersten 5 Minuten von Bharatis Vortrag gehört und kam mir entgegen, ich stand an der Tür und hat geweint und gelacht zur gleichen Zeit. Oh, wow. Und da ging irgendwas, da hat sich emotional was gelöst. Ne? Da, ja, da war energetisch ein Flow da. Und da hat sich was frei gemacht. Und der hat mich angeguckt und ich habe ihn umarmt und wir haben zusammen einfach gelacht und geweint. Und da ist es egal, ob du oder ich, da ist einfach eine Verbindung da, ne? Ein Austausch und einen einfachen, ja, eine Verbindung, abseits von den Grenzen im Kopf. Und das ist so schön zu sehen, das war so nah auf diesem Kongress. Und ich kann mich auch an viele Momente erinnern, wo Menschen sich gefreut haben, uns live zu begegnen, aber auch gleichzeitig, wo man sich gegenüberstand. Ich habe da eine Begegnung mit einer Frau gehabt, die auch Spirit Balance sehr nah ist.
Und sie hat mich angeguckt und ich habe sie angeguckt und ich habe so gesagt, hey, es ist wunderschön, dass du da bist und was du für eine schöne Frau bist. Ne? Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, das denke ich auch immer. Ne? Und ich dachte mir so, wie einfach es ist, sich zu begegnen und schöne Momente zu teilen. Und ich finde auf Kongressen, wo es nicht primär um Vermarktung geht, sondern um Erfahrungsaustausch, ist diese Barriere nicht so gegeben wie auf anderen Sachen. Also man trifft sich einfach einfacher. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass man sich nah war. Ist sicherlich noch mal was anderes auch als so ein Messebesuch, sag ich mal, und auch als Unternehmen da irgendwie präsent zu sein, obwohl das auch immer super ist. Das sind auch super Erfahrungen und tolle Kontakte, die man da knüpft. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Kongress, wo die Vorträge im Mittelpunkt stehen, ja, einfach noch mal ganz anders auch von außen betrachtet wird und die Leute, die da auch hinkommen, die sind ja auch noch mal ganz offen. Ist ja klar, es hat ein bestimmtes Thema, dieser Kongress, und da geht man jetzt, glaube ich, nicht hin, wenn man mit diesem Thema nichts, gar nichts anfangen kann. Ja, von daher ist doch schön, dass ihr da so tolle Kontakte und Verbindungen hattet. Und ja, es läuft auch gerade ganz viel hinterher. Wir haben eben schon ein Video online gestellt. Da spricht Barati von diesem schönen Dorf in Österreich, was der Herr von Liechtenstein betreibt, soweit ich das verstanden habe. Und dort wird sich ja auch noch einiges zeigen in Richtung Dunkelretreat und so weiter. Also da können wir das Video, was wir eben online gestellt haben, auch noch mal hier in diesem Video verlinken, damit die Leute Bescheid wissen, worum es geht. Also da wird auch noch mal ganz viel passieren. Das Dunkelretreat darf sich ausweiten von Barati. Die Vision darf sich über Deutschland hinaus ausbreiten. Und das ist doch auch wunderbar. Ich meine, früher hat Barati in Indien sogar Dunkelretreats angeboten. Das war auch mal eine Sache, aber das ist irgendwann ausgelaufen, weil hier in Deutschland ist es eine ganz andere Nummer, sag ich mal. In Indien ist es sehr heiß, wie du weißt. Und wenn man da nicht die gut isolierten Hütten oder ähnliches hat, dann ist ein Dunkelretreat schnell mal ein Schwitzretreat und Insektenretreat und Schlangenretreat. Und ja, also da ist so ein geschützter Raum schon ganz wertvoll, denke ich. Und ich denke, in diesem Dorf von Herrn Prinz von Liechtenstein, da ist vieles möglich. Wir haben schon die Bilder gesehen. Du warst nicht da in diesem Dorf, oder? Leider früher abreisen. Also am Sonntag, sonst wäre ich gerne mitgekommen. Ich habe aber auch die Bilder gesehen und bin sehr gespannt und freue mich auch über diese Vernetzung. Und ja, und ich glaube auch, das möchte ich gerne erwähnen, ich habe auch so mal einen Dank an alle Speaker natürlich, die mit da waren und auch an den Alexander König. Ich hatte ja mit ihm zwischendrin telefoniert und auch hinterher mit ihm gesprochen. Und auch das ist schön, dass es Menschen gibt, die diesen Raum eröffnen und andere Menschen einladen und diesen Raum auch halten. Und ich weiß, er hat viel Zeit und Mühe da reingesteckt und er war so, so entspannt und offen und hat sich hinterher auch gefreut über diese Begegnungen und den Austausch, dass ich ja, da einfach nochmal an der Stelle auch ein Danke sagen möchte. Ja, danke von uns allen an Alexander König. Super auf jeden Fall die Organisation und er ist auch ein ganz, ganz lieber, netter. Ich habe ja auch schon vorher mit ihm Kontakt gehabt. Und ja, ich freue mich total, dass der Kongress auf jeden Fall stattgefunden hat. Es war ja auch noch mal so ein bisschen zwiespältig zwischendurch, aber anscheinend gab es genug Zuschauer, hoffe ich doch, und genug Besucher, sodass eventuell ja sogar noch ein zweiter Kongress mal stattfindet. Wer weiß. Hoffentlich, ja. Hoffentlich ja, was da so in Planung ist. Aber ja, super. Schon mal so der erste Eindruck. Ich meine, man könnte jetzt viel drüber reden. Wie viele Zuschauer waren da? Was haben die anderen erzählt? Aber wie soll man so einen, ich sag mal, 12-Stunden-Tag in ein kleines Interview jetzt packen? Ist ziemlich schwierig. Vielleicht kannst du noch so die wichtigsten Punkte so mit rausnehmen, die dir so in Erinnerung sind. Und ich meine, du hast jetzt auch schon einiges gesagt, was dir, glaube ich, so in Erinnerung geblieben ist, was am wertvollsten war, die Begegnung mit den Menschen auf jeden Fall. Meinst du denn, genau, das ist so eine Frage, meinst du denn, wenn die Leute da rausgehen aus diesem Kongress, die Zuschauer, sage ich jetzt mal, nicht die Referenten, sondern die Zuschauer, die da waren, dass die auch wirklich was davon mitnehmen konnten? Also von diesen Themen, die da besprochen wurden, sei es Zirbeldrüse,
Chemtrails, Dunkelretreat, Klarträumen, dass die Leute da auch wirklich was mit rausnehmen konnten? Oder ist das so, oh, okay, ich gehe jetzt wieder nach Hause am Abend und gehe wieder so in mein Reich, mache die Tür zu und setze mich wieder vor den Fernseher und beschäftige mich mit was anderem? Oder meinst du, dass das wirkt noch nach? Es waren jetzt auch viele Fragen in einer. Ich bin so heute Meister drin. Ja, schwierig, sich in eine Frage so, ist nicht so mein Ding, glaube ich. Doch, ich gehe das nicht ein. Also ich glaube, ich mag halt gerne meinen Fokus auf das setzen, was die Menschen stärkt. Also klar, es gibt auch immer Themen, die beängstigen und so weiter und so fort. Und es gibt auch Mittel dagegen. Aber ich mag immer gerne mich auf das fokussieren, was die Menschen stärkt und motiviert und zu einer Selbstverantwortung bringt. Deswegen, ich glaube, die Leute waren sehr motiviert, einfach auch an dem Thema zu arbeiten, wie können sie sich gesünder ernähren, wie können sie auch die Astralreiten und die luzide Träumenpraxis besser in ihr Leben integrieren. Da gab es viele, viele Beispiele. Es gab auch wissenschaftliche Aspekte und Forschungsaspekte, was ich sehr gut fand. Und Bharati war so das Gegenpendant dazu. Ich habe sie auch vorher erlebt. Sie war ein bisschen aufgeregt, weil viele das ganz, ganz wissenschaftlich mit PowerPoint-Präsentationen aufgebaut haben und sie dann mit ihren bunten Bilderchen und so. Das war aber ein schöner Ausgleich, weil sie hat das Herz angesprochen. Mhm. Weißt du, ich finde, in unserer westlichen Kultur, wir möchten halt immer gerne alles gestückelt haben, damit wir es verstehen können und damit wir es akzeptieren können. Wir möchten es halt gerne einkategorisieren, am besten mit wissenschaftlichen Fakten untermauert und Zertifikaten und so weiter und so fort, damit wir sagen, ja, ich glaube das. Und sie hat aber eine schöne Ebene, das Herz anzusprechen, sodass man diese ganzen Fakten nicht braucht, weil das Herz halt angesprochen ist, weil es halt aufgeht. Und sie hat da gerade auch, weil sie die einzige Frau war bei den Speakern, hat sie das sehr, sehr rund gemacht. Das fand ich ganz schön. Und ich glaube, so war das ein guter Aspekt aus östliches Denken trifft westliches Denken. Und Verstand trifft Herz, weil es braucht ja auch beides. Weil das kennen wir ja auch und hören wir auch. Viele möchten das gerne, das dritte Auge, die Zirbeldrüse aktiviert ist und alle Visionen aufgehen, obwohl die richtigen Augen noch nicht mal auf sind. Mhm. Oder das Herz auch nicht auf ist. Und es wäre ein reines Chaos, wenn wir auch noch auf astralen Ebenen oder auf energetisch anderen Ebenen den Schmuh anrichten, den wir auf der Erde anrichten. Mhm. Da reicht, glaube ich, ein Ort. Und ich glaube, deswegen hat dieser Kongress auch zum Nachdenken mit angeregt. Also zum Nachdenken, motiviert zum Üben und auch gleichzeitig diese Neugier zu entfachen. Weißt du, dass man weiß, da ist noch mehr in mir, da gibt es noch mehr Potenzial in mir und das zu erforschen. Ich sag mal, wir lesen ja alle gerne mystische Bücher oder Yogananda und hören uns gerne Sachen an, wo Menschen levitieren können oder Gedanken übertragen. Das ist ja alles ganz, ganz toll. Ich finde es aber wesentlich spannender, wirklich auch dafür was zu machen, das nicht nur zu konsumieren oder als schöne Geschichte abzutun, sondern zu schauen, welche Steps kann ich gehen, um zu erfahren, ob das tatsächlich meine Wirklichkeit ist oder werden kann. Also so eine Neugier für sich selber als Mensch zu entfachen, zu gucken, was steckt denn alles in mir, außer dieses Alltagsbewusstsein. Und ich glaube, das konnte der Kongress sehr, sehr gut vermitteln, diese Neugier für sich selber zu erforschen und sein Spektrum dadurch zu weiten. Super. Klasse gesprochen und ich würde sagen, ja, öffnet euch ihr da draußen für Grenzwissenschaften, für Grenzthemen, für paranormale Themen, öffnet euch für das für was? Fürs Menschsein. Fürs Menschsein, ja, auf jeden Fall. Für viele ist das, gehört das aber auch noch nicht dazu. Also wir sind so drin in diesen Themen, aber andere so gar nicht. Und für die ist das manchmal noch so ein bisschen total abgespaced und abgehoben. Und mein Gott, was sind das denn für welche? Also auch da der Appell an die Leute, ein bisschen offener zu werden und auch ruhig mal zu so einem Kongress hinzugehen, der echt die Augen öffnet. Es gibt auch viele Kongresse mittlerweile online oder als Aufzeichnung auf YouTube. Also ich habe auch schon einiges gesehen und da sind echt immer viele Speaker, die einem auch in ganz anderen Bereichen nochmal die Augen öffnen. Und ja, ich denke, das war ein schönes Schlusswort von dir, liebe Maria. Darf ich da noch was sagen? Ja, na klar. Da ist gerade ein Punkt von mir getriggert worden bei YouTube und all dieser Informationsflut. Ich finde es wichtig, Sachen auch kritisch zu hinterfragen. Mhm. Weil es gibt so viel, gerade YouTube und Internetmedien,
Und ich habe da auch echt viel in der letzten Zeit erlebt, wo ich dachte, oh meine Güte. So. Und auch ganz, ganz viele, weil unser Bewusstsein ist so formbar oder wir sind so formbar. Ne? Und wir neigen dazu, der Autorität in den Medien zu glauben. Und ich finde es wichtig, alles persönlich zu hinterfragen. Also absolut. Menschliche Würde verletzt dabei, bei das, was die Person einem suggeriert. Oder wird irgendjemand angegriffen? Also ich finde, es gibt so viele Perspektiven der Wahrnehmung der Realität, aber es sollte friedvoll für jedes Wesen sein. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und wenn irgendjemand sagt, er hebt sein Ego da hoch, indem er sagt, er ist so oder so erleuchtet oder Alien, wie auch immer, ne? Sollte man immer hinterfragen, wer wird dabei angegriffen und zu welchem Sinn und Zweck ist es. Das finde ich ganz, ganz wichtig und im besten Fall ist es wirklich für den Frieden ausgerichtet, für den Inneren, für den Äußeren. Ja, eine gesunde Skepsis ist immer gut, denke ich. Und alles zu hinterfragen, für sich selbst die Wahrheit auch zu finden, ist auch sehr, sehr, sehr wichtig für die personelle Entwicklung, für die spirituelle Entwicklung, für alles. Ja. Absolut. Also offen bleiben und weit bleiben. Ja, auf jeden Fall. Ja, das wünschen wir euch. Und wir wünschen euch auf jeden Fall somit alles, alles Liebe. Bleibt offen für ganz bestimmte Themen. Hinterfragt aber auch vieles. Und ja, schaut ruhig mal auf unseren Seiten, auf Bharatis Seiten und Angebote vorbei. Und vor allen Dingen beim Dunkelretreat. Und sicherlich folgen noch andere Videos über den Kongress. Und wir sind nämlich auch alle gespannt. Vielleicht gibt es da ja Aufzeichnungen. Wurde es aufgezeichnet? Weißt du das? Ja, es wurde aufgezeichnet. Ah. Ich glaube, das kommt auch noch, das folgt auch noch. Und ja, ich bin schön, ich, ja. Nochmal super. Betrachten aus einer anderen Perspektive. Ja, cool. Also wenn die Aufzeichnungen da sind, ihr Lieben, sicherlich werdet ihr das als Erste mit auf YouTube erfahren. Und ja, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wir wünschen euch alles, alles Liebe. Tschüss. Ciao, ciao.